Jetzt. Ja. Okay. Das war jetzt tatsächlich einfacher als gedacht. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Wurm zu tun, der da die ganze Zeit im Sand war, oder? Einer ihrer Leute hat Guten Tag. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Ja, selbstverständlich. Der Architekt ist jetzt nicht. Er wird vielleicht in Ihre Nähe kommen, stellt aber keine Gefahr mehr dar. Welch eine Erleichterung. Danke, Ryder. Gut. Ciao. Ich sollte jetzt gehen. Alles Gute, Pathfinder. So, hätten wir das auch erledigt. Dann düsen wir jetzt mal zur Wassermafia. Und gucken mal, was wir da noch für eine tolle Quest haben und was er uns zu erzählen hat über... Ryder, ich habe die Scans analysiert. Ja, kannst du auch zu Ende reden, Lexi? Das finde ich echt so ein bisschen schade. Dass dann manchmal einfach die Sachen einfach so abgeschluckt werden. Ja, abgeschluckt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Einfach, ne? Nur so. Wir sollten versuchen, mehr über Enias Wasservorrat herauszufinden. Ihr Büro ist vermutlich irgendwo in der Nähe. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Erstmal haben wir hier irgendein Serum. Ich möchte das Serum an einem lebenden Subjekt testen. Aber wir brauchen einen guten Kandidaten. Scannen Sie die Plünderer im Paradise erneut. Ich sage Ihnen. Achso, okay. Dich hier nochmal scannen. Oh, was haben wir da? Was ist das? Helios Flaschen und Behälter. Achso. Nee. Den soll ich nicht scannen. Gut. Aber manchmal steht ein Drake auch ein bisschen im Weg, ne? Mit ihr soll ich aber auch reden. Glaube ich. Wir haben bisher die Gangbosse und den Wurm überlebt. Ich bin beeindruckt. Was ist mit Lieta passiert? Was ist aus ihrer Kollegin geworden? Lieta. Ah, Lieta. Yangara? Wer will das wissen? Ich. Lieta hat schon genug durchgemacht. Auch ohne einen Pathfinder, der hinter ihr her schnüffelt. Jemand macht sich Sorgen um sie. Sie hat hier einen Freund, der sich Sorgen um sie macht. Er möchte nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Ach ja? Und wo war er, als Lieta ihn gebraucht hätte? Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Weiß ich nicht. Ihr Schiff war weg, also habe ich sie nach Kedara geflogen, ohne Fragen zu stellen. Reden Sie mit Colt Dalton, wenn Sie mehr wissen wollen. Er leitet die Docks auf Kedara. Immer auf Kedara. Von dort weg, ohne dass er es mitkriegt. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. So. Dann habe ich hier irgendwo was. Das Büro, das ich finden soll. Das über uns sich befindet. Dann wollen wir doch mal hin. Hoffe ich. Ja, ich hoffe, dass wir dahin wollen. Ich glaube, das ist Enias Büro. Sehen Sie nach, wie die Tür gesichert ist. Ich halte so lange nach Wachen Ausschau. Wer hätte das gedacht? Verschlossen. Ein Scan müsste Ihnen weiterhelfen können, Pathfinder. Mhm. Und wie genau? Das ist jetzt aber ein bisschen verwirrend dargestellt. Ich habe da zwar die Leitung hier teilweise gesehen, aber die flickern halt auch so teils. Sind kein Plünderer, die ich suche. Komm. Aha, Flaschen. Was haben, Alter, wie weit gehen denn diese Leitungen? Nur zu irgendeinem Sicherungskasten, Robert. Total sichere Tür. Hacken wir mal das Terminal, das hier einfach mal frei rumsteht. Ich hab den Code für die Bürotür. Gut, dann können wir jetzt da rein.
wenn ich dann nicht zu blöd bin, da hochzukommen. Und das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ups, so wollte ich gar nicht. So, lass mal rein in die gute Stube. Pilze. Pilze in Massen. Ein unterirdischer See. Daher stammt also ihr Wasser. Okay, ich hab den Nachtpunkt. Verschwinden wir von hier. Und die Pilze hier stören niemanden? Ich frag ja nur. Graue Zellen. Plünderer Scan. Da hinten. Okay. Gucken wir mal. Ich bin fast da. Ich bin fast da. So, hallo? Da, der ist perfekt. Sie brauchen seine Zustimmung, um ihm das Serum zu verabreichen. Ach, der wird umgehauen und dann wird er dazu gezwungen. Hallo. Ich weiß nicht, was die Ihnen gesagt haben. Ich hab nichts. Ich will Ihnen nur dieses Medikament geben. Sie werden sich dann besser fühlen. Besser? So gut habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt. Ich will Ihr verdammtes Medikament nicht. Sie können Ihr Leben zurückhaben. Mit diesem Medikament fühlen Sie sich wieder normal und können ein neues Leben anfangen. Ein Leben als Arbeitssklave der Nexus? Bei dem ich mich zu Tode langweile? Nein, danke. Ich bin jetzt frei wie ein Vogel. Und verdammt, das fühlt sich gut an. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Also bist du vogelfrei. Lassen Sie uns alle in Ruhe. Wir sind zufrieden damit, wie wir jetzt sind. Seien Sie nicht dumm. Was ist, wenn Ihr Gehirn noch weiter verkümmert? So können Sie nicht leben. Nehmen Sie das Serum. Und wenn ich mich weigere? Ich werde Sie nicht zwingen. Aber es wäre ein großer Fehler. Sie gehen mir auf die Nerven. Okay, geben Sie das blöde Ding her. Endlich. Ich nehm's, Sie lassen mich in Ruhe. Und jetzt hauen Sie ab. Okay. Gut. Das ist nicht mein erster Patient, der sich gegen die Behandlung wehrt. Sind die in dem Zustand wirklich zufrieden? Das ist ihre Krankheit. Wirklich? Ich bin nicht ganz sicher. Ich überwache seine Fortschritte und sende Ihnen meine Resultate. Danke, Ryder. Bitteschön. So, sonst noch irgendwas hier. Da hinten. Die Wasserversorgung. Ja dann, ne? Gehen wir mal da hin. Schauen nochmal, ob wir irgendwie diesen komischen Wurm nochmal begegnen. Schauen wir mal. So, ab in den Porsche. AOK-Roller auf Speed hier. Moment. So. Oh, erzählt habe, die mir das Herz gebrochen hat, sagten sie, sie wüssten, was ich meine. Ja, sagte ich. Und wieso? Hat ihnen auch mal jemand das Herz gebrochen? Herzen. Krogane haben vier. Und mehr gibt's dazu nichts zu sagen. In Ordnung. Schon verstanden. Ja, wenn man natürlich alle vier Herzen bricht, ist das schon hart. Herzschmerz. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Hat auch seinen Vorteil, wenn man vier Herzen hat, ne? Herzinfarkt einmal ist kein Problem. Wird schon irgendwie, ne? Hast ja noch ein paar andere, die funktionieren. Und bisher sehe ich keinen Wurm irgendwo. Da muss ja nichts heißen. Schon toll. Hallo, ich will da hoch. Danke. Voll cool. Einfach mal die Perspektive ändern. Ja, ja. Ist noch weit, ist noch weit, ist noch weit.
Ich glaube nicht mehr, ne? Oh, vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Es gibt den Wurm also wirklich noch. Also es war nicht der Architekt. Dann weiß ich nicht, ob ich wissen will, was es genau mit diesem Wurm auf sich hat. Nee, ich glaube, ich will es wirklich nicht. Wir sind schon ein bisschen dran vorbeigefahren. Ich glaube auch nicht, dass es sonderlich sinnvoll ist, gegen diesen Wurm antreten zu wollen. Ich glaube, da verschlingt einer einfach und gut ist. Okay. Hallo, Tür. Noch mehr von diesen Pilzen. Soll noch einer sagen, Leben ist ja unfähig. Wobei man ist sich immer noch nicht sicher, ob Pilze jetzt Lebewesen sind, also in Form von Pflanzen, oder ob Steine sind. Aber es wächst ja. Das ist deutlich mehr Wasser, als ich erwartet hätte. Oh ja. Oh ja. Ein Behälter. Da haben wir hier diese Relikt-Technologie. Das ist eine Menge Wasser. Ich frage mich, was die Reliktschöpfer hiermit vorhatten. Sie enttäuschen mich, Pathfinder. Ich dachte, ich könnte ihnen vertrauen. Ich habe sie in meinem Zuhause willkommen geheißen. Und sie vergelten mir meine Freundlichkeit, indem sie mich bestehlen. Dann bitte nach unten gucken, ich bin ein Stückchen tiefer. Ich habe nichts gestohlen. Hey, ich habe überhaupt nichts gestohlen. Jeder einzelne Tropfen Wasser ist noch genau da, wo ich ihn vorgefunden habe. Sie können gerne nachzählen. Was sind wir doch schlagfertig. Wissen Sie, warum ich das alles mache? Mein Bruder hatte versucht, ihren Leuten zu helfen, als sie zum ersten Mal hierher kamen. Kamera! Er hat ihnen gezeigt, wo sie Unterschlupf finden. Er hat ihnen gestattet, sich kostenlos aus unseren Wassertanks zu bedienen. Und er wurde für seine Freundlichkeit getötet. Ich werde nicht so töricht wie Asker sein. Das tut mir äußerst leid. Das ist schrecklich. Sie haben mein Mitgefühl. Sie können Ihr Mitgefühl behalten. Ich habe keine Verwendung dafür. Diese Plünderer respektieren niemanden. Weder mich noch Sie. Aber Sie haben Respekt vor diesem Planeten. Solange Sie mich brauchen, um zu überleben, befolgen Sie meine Regeln. Sie wollen, dass ich vergesse, was ich gesehen habe? Ja, behalten Sie es für sich. Gestatten Sie mir, mich und mein Zuhause so zu beschützen, wie ich es für richtig halte. Was springt für mich dabei raus? Erwarten Sie etwa, dass ich das mache, nur weil Sie mich nett darum bitten? Ihre Nexus braucht Ressourcen, um zu überleben. Und davon gibt es hier reichlich. Solange Eladen unter meiner Kontrolle bleibt, werde ich alles, was ich sammle, mit Ihnen teilen. Wie haben Sie eigentlich diesen Ort gefunden? Wie lange wissen Sie schon von diesem Wasser? Asker und ich haben es vor Jahren auf einer Expedition entdeckt. Die Relikte hätten uns beinahe getötet. Ich wusste schon damals, dass ich es geheim halten wollte. Es brachte uns einen Vorteil. Es hat etwas Zeit gekostet, auch Asker davon zu überzeugen. Aber letzten Endes hat er es eingesehen. Gut. Er hat es mir versprochen. Ich werde mich nicht einmischen. Abgemacht. Ich werde kein Wort darüber verlieren, was ich hier entdeckt habe. Sie haben sich richtig entschieden. Im Gegenzug werde ich jegliche Ressourcen, die ich sammle, mit Ihnen teilen. Ich werde alles, was ich entbehren kann, in meinem Büro lassen. Betrachten Sie es als Ihren Anteil am Gewinn. Na gut. Das hier schickt es dann gleich zu Nexus. Jetzt scheint es nach etwas auszusehen, was ich mir dann abholen soll. Na gut, gehen wir nochmal hin. Einmal hier auf. Einmal hier raus. So. Teleport nach Paradise Gedönsdingens des Todes. Paradise Strand. Paradiesstrand. Ach, irgendwie sowas. Wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, vielleicht. So.